Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Adera und wir haben trockenes Stroh gefunden. Verscheuche die Bienen und klettere die Ranke hoch. Das ist jetzt als nächstes zu tun. Wir legen mal trockenes Stroh ab und die drei Holzplanken obendrauf. Dazu zünden wir es noch an. Sehr schön. Wunderbarer Qualm. Warum mussten es Bienen sein? Erfolg freigeschaltet. Und wir hätten schon viele mehr freigeschaltet, wenn ich es nicht schon angespielt hätte und da ein paar freigeschaltet habe. Da ist der Turm aus der Notiz. Der mit meinem Familienwappen drauf. Warum schickt mir jemand ein Bild von diesem Turm? Seltsam. Da geht's wieder zurück. Der Vogel, er sieht wirklich aus wie unmöglich. Na siehst du, er will einfach nur immer nach oben. Genau so wie wir. Ich liebe ihn, Großvater. Er ist wie die Mechanikvögel, die mein Großvater gebaut hat. Erinnerungen an Amaro, auch noch ein Volk, Erfolg freigeschaltet. Die Energieversorgung ist unterbrochen. Ich muss einen Weg finden, sie wieder in Gang zu setzen. Noch ein goldenes Gewicht. Ist hier sonst noch was? Ein Set aus Archäologenhacke und Pinsel. Wieder was für die Sammlung. Der Vogel hat keine Energie. Etwas, was die Zeit symbolisiert? War ja klar, dass ich da nicht so leicht hineinkomme. Es muss einen Trick geben, um durch das Tor zu kommen. Vielleicht hat das mit der Statue zu tun, die vor dieser Tür steht? Ach, die hier. Wir gehen mal weiter. Eine alte Sonnenuhr. Ach du lieber Himmel, was uns hier noch alles erwartet. Bin ich mal gespannt. Sieht aus wie Grabsteine. Das muss ein heiliger Ort sein. Eine zarte, keimende Knospe. Ich bin immer noch in der ersten Aufnahmesession, deswegen. Eine Quetzal-Bronzemünze. Deswegen bin ich inzwischen noch müder. Emu-Feder. Und damit haben wir das soweit abgeklappert. Eine zeremonielle Schüssel. Diese Kiste steht einfach rum. Aber man braucht den perfekten Schlüssel, um sie zu öffnen. Es fehlt ein Teil. Mal wieder. Natürlich. Die Kugel ist schon wieder aktiv. Was ist nun mit diesem Ding? Benutze die Kugel an der Basis der Sonnenuhr. Los geht's. Wir dürfen wieder bauen. Ja, das wissen wir doch inzwischen schon. Dass wenn die Sonnenuhr kommt, dass wir bauen dürfen. Was aber wirklich nicht sonderlich schwer ist, zum Glück. Da bin ich eh Gott froh. So, sehr schön. Unten an der Sonnenuhr ist ein Becken. Ungewöhnlich. Anscheinend muss ich etwas in das Becken der Sonnenuhr gießen. Ja. Die Sonnenuhr ist der zentrale Ort in diesem Teil der Stadt. Sie wirkt uralt, aber mir scheint, als wäre sie irgendwie verändert worden. Als hätte sie die Aufgabe. Toller Satz eigentlich. Als hätte sie die Aufgabe, ich muss schon sagen.
gut. Sie hätte die Aufgabe, verändert worden zu sein. Keine Ahnung. Beim näheren Betrachten der Sonnenuhr fing die Kugel an zu leuchten. Nachdem ich das Bild im Inneren der Kugel fertiggestellt hatte, erschienen 4 Glyphen. Vielleicht sind es Hinweise oder Anweisungen dafür, was hier zu tun ist. Bild 1. Ein Fisch mit einem segmentierten Körper. Die Bewegung ist nicht sehr fließend, was zu anderen Darstellungen in diesem Gebiet passt. Bild 2. Eine Feuerglyphe. Das Feuer ist von einer dicken Umrandung umgeben, als ob die Flammen von etwas begrenzt wären oder sich das Feuer in einer kontrollierten Umgebung befinden würde. Bild 3. Tropfen einer unbekannten Flüssigkeit. Auf den ersten Blick hielt ich sie für Wasser, aber die Linie durch die rechte Ecke könnte eine Modifikation oder Destillation nahelegen. Bild 4. Ein Krug, aus dem eine Flüssigkeit fließt. Wenn die Glyphen eine Anleitung sind, stehen die ersten 3 offenbar die Schritte dar, mit denen ich die Flüssigkeit vorbereiten muss, um sie ins Becken der Sonnenuhr zu gießen. Der segmentierte Fisch. Ein Steinfisch. Okay, wir müssen jetzt also die Flüssigkeit herstellen, die dahin muss. Sonst gibt's hier nichts. Was ist das hier? Keine Ahnung. Gut. Wir schauen uns mal weiter um. Da ist noch ein Quetzalbeutel. Da fehlt immer noch was. Vielleicht der Steinfisch. Nein. Hier gehen wir da links weiter. Dieser Baum leuchtet. Das sieht man nicht jeden Tag. Tatsache. Wenn die fleischfressenden Pflanzen so groß sind, muss es hier Rieseninsekten geben. Das ist richtig. Wir brauchen Insekt oder so. Der Stamm ist voller Engerlinge. Und was wollen wir mit denen? Wir brauchen was, mit dem wir sie ausgraben können. Haben wir aber nichts im Moment zumindest. Da ist noch. So ein Schloss habe ich noch nie gesehen. Vielleicht muss da das Kaleidoskop. Tatsache. Nicht nur ein Spielzeug, das Kaleidoskop, also auch ein Schlüssel. Es kann das Licht manipulieren, um die Kiste zu öffnen. Bewege das Kaleidoskop, bis das Licht auf der linken Seite dem auf der rechten entspricht. Du lieber Himmel. Gut, das ist jetzt nicht sonderlich schwer. Aber gut. Aha, es geht doch. Eine Laterne, die Sonnenlicht reflektiert, und Spiralohrringe. Dieses Kaleidoskop erinnert mich an die Spielzeuge, die Großvater gebaut hat, als ich noch ein Kind war. Seine Erfindungen waren immer so kreativ. Offenbar führt er mich einen Weg entlang. Er muss intensiv überlegt haben, wie er die Hinweise verbergen kann, damit ich die Einzige bin, die sie finden kann. Wie kam er nur darauf, ein Kaleidoskop zu öffnen, dieses Kastens zu verwenden? Ich weiß nicht, was ich mit dieser Sonnenlaterne anstellen soll, aber wenn Amaro sie mir geschickt hat, wird sie mir irgendwann bestimmt nützlich sein. Auch im Inneren, die Symbole im Inneren sehen interessant aus. Könnten sie auch ein Hinweis sein? Symbole, die ich nicht mehr anschauen kann. Bei dem Laub gehe ich kein Risiko ein. Das sieht wie eine Art Gift-Efeu aus. Diese Blätter sehen aus, als seien sie aus Kristall. Tatsache. Kristallblätter. Ein Windspiel. Und ein gefleckter Blattschmetterling. Irgendwas hat's hier noch. Ein Band mit Glocke. Und das war's. Wir brauchen irgendwas, um die Engerlinge auszubuddeln. Da haben wir aber nichts. Hier wüsste ich nicht, was ich der fleischfressenden Pflanze verfüttern kann. Und ansonsten haben wir hier gerade nichts. Wir gehen mal geradeaus weiter. Ist das ein Kaiman? Er bewacht anscheinend die Lagune.
Hallo. Er sieht hungrig aus. Hallo, Freundchen. Wir brauchen irgendwas für den zum Futtern. Irgendwas, worauf er herumkauen kann. Ein Steinfisch. Ein Handschuh. Na, da kaut er ja fast auf uns rum. Muss eigentlich nicht sein. Ein Sprössling. Eher nicht. Da wollte ich nicht hin. Eine Silberschlangenmünze. Erfolg freigeschaltet. Gelegenheitssammler. Hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Untersuche den seltsam leuchtenden Baum. Steht hier noch weiter. Wir nehmen unsere Panzerhandschuhe. Das Efeu ist versorgt. In dem Hohlraum dieses Baums befindet sich eine seltsame Sammlung von Kram. Wimmelbild, hallo. Hier hinten ist eine Art Geheimversteck. Und diesmal sind es Schlüssel und nicht Schüsseln. Tatsache. Glasflasche. Liebesroman, Taschenbuch. Liebesroman, Taschenbuch. Strandpostkarten. Schokoladenriegel. Spielkarten. Bonbon. Da ist das Liebesroman, Taschenbuch. Eine Kelle. Kelle. Trockenfleisch. Ah, nehmen wir die Schildkröte. Nein. Wir sind Tierfreunde, wir lassen die Schildkröte ganz in Ruhe da in ihrem Baum. Trockenfleisch. Bonbon, Messingschlüssel. Kelle. Das ist die Kelle. Aspirin. 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 Messingschlüssel. Bonbon und Trockenfleisch. Ah, da sind die Bonbons. Messingschlüssel und Trockenfleisch. Ach, wie ich diese Wimmelbilder liebe, aber ich möchte wirklich keinen Tipp benutzen irgendwie. Auch wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte. Das Spiel geht so oder so schnell genug rum, glaube ich. Da muss ich nicht auch noch hier Tipps benutzen. Trockenfleisch, Messingschlüssel. Trockenfleisch, wo ist hier Trockenfleisch? Salamander. Das ist eine Dose, aber kein Trockenfleisch. Wo hat's denn hier Trocken? Trockenfleisch. Ah. Fehlt noch der Messingschlüssel. Messingschlüssel? Gibt's auch nicht. Zange, Bürste. Hey, den habe ich doch vorher schon angetippt. Trockenfleisch und Kelle. Auf dem Trockenfleisch kann der Alligator rumkauen. Oder der Kaiman.
Ja, bitteschön. Ab ins Wasser. Weg ist er. Ein goldenes Gewicht. Ein sterngetupfter Salamander. Und der Kompass von unserem Großvater. Baue aus den Planken eine Brücke von Stein zu Stein über die Lagune. Na juhu. Ah, sieht aus, als hätte hier jemand eine Brücke gebaut. Wir sind hier und müssen darüber. Das geht nicht. Wir können hier rüber. Dann dahin. Dahin. So. Da hoch. Nochmal hoch. Zurück. Weit nach unten. Nochmal nach unten. Nein. Nach links. Weit zurück. Weit nach oben. Nochmal nach oben. Nach vorne. Nein. Hier löschen wir nochmal. Und probieren das Ganze nochmal. Er hat so verschiedene Steintypen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas aussagt. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es mal anders. Mal ganz da unten rum. Dann hier nach oben. Lang nach oben. Nein. Nach rechts. Nach oben. Zurück. Gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall da drauf. Von da oben. Von da. Von da. Von da. Moment mal. Das Maganat. Das Arnold. So. So. Hier rüber, dann da hoch, nach da rechts ist nicht, zurück auch nicht, aber nach oben geht's. Hier rüber, nach oben, nach links, nochmal nach links,
Und jetzt. Das geht nicht. Und von da oben wird es jetzt schwierig irgendwo hin. Nochmal ganz neu. Wir müssen den ersten so setzen. Wir haben da gar keine andere Wahl. Und dann können wir entweder hier runter oder da in die Mitte. Nein, wir können gar nicht in die Mitte. Das heißt, wir müssen hier runter. Dann haben wir die Wahl nach hinten oder nach vorne. Und weil es da so Steine hier hat. Ich weiß aber nicht, ob die da... Die abgerissenen, ich glaube, das sind die falschen. Wir müssen über die ganz sind. Also der und zielen. Ich nehme das jetzt einfach mal so an. Dann müssen wir jetzt irgendwie hier hin. Das heißt, wir müssen irgendwie hier hin. Das heißt, wir müssen irgendwie hier hin. Dahin. Wir müssen unten rum. Dann würde die Theorie aber irgendwie nicht stimmen. Wer weiß. Schauen wir mal. Ach. Da war ja das. Wir kommen da gar nicht hoch. Ja, wir kommen wieder hier hin. Dann da hoch. Und dann ist Feierabend. Dann käme man rein theoretisch wieder zurück. Nein, kommt man nicht. Also das geht nicht. Wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Aber hier runter müssen wir ja. Dann müssen wir hier nach vorne. Und irgendwie hier drauf. Kopf arbeitet schon wieder. Verflixt der Nummer hier. Scheiß Lagune. Jetzt sind wir wieder da oben, wo wir vorher auch nicht weiter kamen. Ach ja. Aber ich würde sagen, ich persönlich bin todmüde und mache eine kleine Aufnahmepause. Muss mal schlafen. Und dann erfreut uns das Rätsel auch im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, Leute.